So schnell kann es gehen, schaut man einmal nicht richtig hin und schon neigt sich Weihnachten auch schon wieder dem Ende entgegen. Und da ich ja vor Weihnachten wirklich viele Videos zum Thema Geschenkideen gemacht habe, habe ich mir jetzt gedacht, wäre es doch eine coole Sache, wenn ich euch einfach mal zeige, was ich denn so persönlich verschenkt habe. Und genau das erfahrt ihr jetzt auch in diesem Video, von daher würde ich sagen, legen wir direkt los, auf geht's! Das coolste Geschenk hat wahrscheinlich meine Oma bekommen, denn ich habe ihr einen Staubsauger-Roboter geschenkt. Denn ich habe mir gedacht, gerade für ältere Leute ist es doch besonders cool, wenn ihnen Hausarbeit abgenommen wird. Und das kann der Staubsauger-Roboter natürlich super gut machen. Der kommt in jede Ecke rein, der kann unter dem Schrank putzen, der kann unter dem Sofa saugen. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache und ist, glaube ich, ziemlich erleichternd, gerade für ältere Leute, dass sie halt nicht mehr selber staubsaugen müssen. Bei dem Modell, was ich meiner Oma geschenkt habe, ist es sogar noch so, dass er nicht nur staubsaugt, sondern er kann halt auch ganz einfach wischen. Das heißt, man macht einfach einen Wasserbehälter in den Roboter hinein, dann montiert man noch von unten einen Wischer und schon kann er halt auch durch die Bude fegen und dann halt dort alles blitzblank wischen. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool und auch gerade für ältere Leute ist es ja immer wichtig, dass die Bedienung halt einfach ist und das ist halt auch bei diesem Staubsauger-Roboter super gut gelöst. Man drückt eigentlich nur auf den Button oben und schon fährt er los, putzt dann halt so lange, bis er keinen Akku mehr hat und dann findet er halt die Ladestation wieder alleine und setzt sich dann dort wieder drauf. Und dann war auch schon mein Bruder an der Reihe und ihm habe ich einmal On-Ear-Kopfhörer von House of Marley geschenkt. Das Besondere an diesen Kopfhörern ist eigentlich letztendlich das Design. Das heißt, das ist einmal ziemlich gut aussehen und auch verarbeitet worden. Das heißt, wir haben den Bügel aus Metall und die Muscheln letztendlich, also der Kopfhörer an sich, wurde nochmal aus Holz verarbeitet. Und das sieht einfach ziemlich cool aus. Und ich meine, wer kennt das nicht von uns? Man geht schon besonders gerne mit gut aussehenden Kopfhörern aus dem Haus. Und das können die House of Marley hier auf jeden Fall. Darüber hinaus habe ich ihm noch einen iClip geschenkt. Habe ich ja auch schon öfters mal in meinen Videos gezeigt, ist einfach ein ziemlich cooles Slim Wallet. Könnt ihr auch aktuell gewinnen. Ich habe nämlich am 24. ein Gewinnspiel hochgeladen, wo ich meine Lieblingsgadgets an euch verschenke. Kann ich euch auch nochmal unten verlinken oder hier oben in die Infokarten packen. Und weil mein Bruder erst letztens Geburtstag hatte, habe ich ihm dann darüber hinaus auch noch eine Schreibtischlampe geschenkt. Die kennt ihr auch aus meinen Videos, die ist von Anker und die hat halt auch noch so ein Touchpanel, wo man noch die Helligkeit einstellen kann oder die Farbtemperatur. Das sieht ziemlich cool aus und sie hat auch noch einen USB-Anschluss. Das heißt, er kann auch noch sein Handy dran aufladen. Finde ich wirklich eine ziemlich coole Lampe für den Schreibtisch und ja, das finalisiert sozusagen sein Setup so ein bisschen und war auch auf jeden Fall ein cooles Geschenk. Aber ich finde, man muss auch gar nicht immer nur Technik schenken. Na klar, ich bin ein technikaffiner Mensch, das heißt, ich schenke gerne Technik, aber das muss auch nicht heißen, dass Technik immer ein cooles Geschenk ist, sondern ich finde eigentlich ist es viel wichtiger, dass man sich einfach Gedanken macht und sich überlegt, was kann die Person wirklich gebrauchen und dann dementsprechend auch so etwas schenkt. Zum Beispiel bei meinen Eltern, da habe ich dann einfach eine Schale gemacht, bin in den Supermarkt gegangen und habe halt Süßigkeiten gekauft, wo ich weiß, das mögen die besonders gerne und die dann halt in diese Schale reingetan. Da haben die sich dann auch drüber gefreut oder ich habe denen halt auch noch darüber hinaus den Erlebnisgutschein geschenkt. Und so muss man sich halt immer ja überlegen, was gerade für die Person, die man beschenken will, halt genau besonders passend ist, was der besonders gut gefällt. Ich hoffe, das war interessant für euch hier, dass ich euch einfach mal gezeigt habe, was ich so verschenkt habe. Und deswegen schreibt mir doch gerne mal Feedback in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne, was ihr so geschenkt bekommen habt. Vielleicht war ja bei euch auch unter dem Weihnachtsbaum das ein oder andere Geschenk, was ich sogar vorgestellt habe. Das würde mich natürlich auch mal sehr, sehr interessieren. Schreibt das Ganze gerne mal in die Kommentare und ansonsten könnt ihr jetzt natürlich noch bei meinem Gewinnspiel mitmachen. Das ist auch auf jeden Fall eine coole Sache. Würde mich natürlich freuen, wenn da viele mitmachen. Umso mehr mitmachen, desto öfter kann ich auch sowas bringen. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Vielleicht habt ihr ja in den nächsten Tagen auch noch Urlaub oder Ferien. Könnt noch ein bisschen entspannen und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.